Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von PES, dieses Mal mit dem Spiel Deutschland gegen Ungarn. Das ist das letzte Spiel jetzt in der Gruppenphase, bevor es dann hoffentlich weitergeht. Da bin ich aber noch gespannt, wie es in Real Life aussieht, weiß man ja nicht. Das wird jetzt dann vorerst mal die letzte Prognose sein, die ich aufnehme, weil ich einfach wissen will, wie es in Real Life weitergeht. Ich beziehe es natürlich mit Real Life mit und so weiter und so fort. Und ja, ich würde einfach sagen, wir lassen uns jetzt einfach überraschen, wie das Spiel so insgesamt wird. Jetzt gucke ich mal kurz nach dem Stadion. Wir spielen nur wenig in dem Heimstadion, habe ich das Gefühl. Naja, ab ins Stadion, Leute. So schnell Liebe geht's. Fußballfreunde, noch befinden wir uns ja in der Gruppenphase dieses Turniers. Aber gleich hier, das ist ein Spiel, da könnten zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die vielleicht sogar zum Favoritenkreis zählen könnten. Das sagen jedenfalls einige Experten über diese beiden Teams. Ob sie denn auch den eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen der Experten gerecht werden, das werden wir hier gleich erleben. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Die Partie hat schon begonnen. Eine Standardfrage an unseren Experten. Wer ist deiner Ansicht nach der wichtigste Spieler hier? Toni Kroos ist das Paradebeispiel für einen modernen Mittelfeldspieler. Er ist Passgeber, er bereitet vor, er schließt selbst ab. Er ist so etwas wie das Hirn der Mannschaft. Auf alle Fälle, der bringt alles mit, was ein Fußballer braucht. Erstmal geklärt. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Ja, aber das ist so Soloi. geil. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Einwurf ist die Genau. richtige Entscheidung. Erstmal den eigenen Spieler angeschossen. Gar keinen Bock. Oh. Zu weit und ins Aus. Das wäre aber auch zu schön gewesen, wenn der reingegangen wäre. Es wäre. Oh. Tor. Der speziellen Art. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Werner. Sehr schnabri. Ab in Richtung Tor. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Jawohl. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Sie schlagt den quer nach Timbuktu rüber, Alter, nach Acapulco. Draxler. Werner. Gefährlich. Schlichtweg nicht platziert. Naja. Sucht immer wieder den Anschluss und wenn er eine Möglichkeit sieht, dann lässt er sie garantiert nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt muss er nur noch treffen. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Langer Abschlag vom Keeper. Also. Weiß man so in den Zweikampf einsteckt, also bitte. Mit einem gestreckten Bein voraus. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Sehr Schnabri. Er probiert. Gulassi hält den. Wahnsinn. Stark gehalten. Eine brillante Aktion. Ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Nicht schlecht, ja. Ja, genau. Ja, Alter. Ich bin Pfeife. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Ja, nee, du sollst den Ball nicht da einspielen. Mit der Brechstange. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Jetzt kommen wir mal näher. Mensch. Ist das ein flacher Draxler?
Der Junge auf 4-0. Also besser ist nicht mehr können. Das erste Tor erzielt Deutschland. Also ganz ehrlich, wenn man sagt, man kann so besser machen, wie... Naja. Der hat sich ganz gefaltig getäuscht. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Ganz ordentliche Chance. Nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Das Motto heißt ganz klar, ab durch die Mitte. Er trifft ihn. Nee. Am Tor vorbei. Also ich weiß nicht, die haben ihn nicht zugestellt. Das ist Antizipation. Werner, der Ich glaub's echt nicht mehr. Also, was da gerade abgeht, Wahnsinn. Oh, Alter. Oh, komm. Also, wenn der jetzt auch noch reingegangen wäre, dann wäre er aber Feierabend gewesen. Hey, dann ist aber definitiv aus. Alter, was ich da gerade zusammen spiele, ist ja Wahnsinn. Hey, du sollst mir doch nicht den Ball per Grätsche entnehmen, Mann. Spiel mal normal Fußball, du Lauch. So. Das war wichtig von Ginter. Werner? Das ist ein super Torhüter. Richtig stark. Das ist so ruhig. Und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Nein, hier soll ich ja schon mal auswechseln. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Brandt soll seine Teamkollegen jetzt natürlich mit guten Pässen füttern. Ich glaube, wir können uns auf einige schöne Pässe in die Tiefe fassen. Aha. Den Alp und der Torwart rettet mit der Faust. Den will er haben. Das war wie eine Links-Rechts-Kombination im Boxen. Mit einem 2:0 geht es in die Pause. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon wieder von der Leine gelassen. Der Ball, der ist schon wieder weg. Gnabry. Werner ist das. Brandt. Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Mal gucken, rein um den Wechsel. Ja, wie gut ist. Ja, jetzt weiß ich ja nicht, wie ich den Freistoß nehmen soll. Was weiß ich, macht hier. Und der Pass nach hinten. Der Ball kommt. Oh, und er läuft in die Abseitsfalle. Hätte. Scheiße. Ach komm. Ist das nicht wahr? Kimmich. Fordert den Ball. Draxler. Toni Kroos. Gulaschi, haut ihn weg. Sind technische Schwächen besonders bitter. Das kannst du vergessen, ey. Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Das wird nix. Ja, und so ein bisschen tut er mir leid. Er macht es ja schließlich nicht absichtlich. Das war einfach nur Pech für Werner.
Toni Kroos. Toni Kroos hinterlässt auf der linken Außenbahn nur noch eine Staubwolke. Auf den langen Pfosten gezogen. Und er ist in der Luft. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Auch wenn der Ball nicht im Tor ist, sie machen das richtig. Sie wissen, sie haben die Kopfballhoheit und sie versuchen, diese in Tore umzumünzen. Das ist manchmal nicht ganz so klappig mir vorstellen. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Da ist doch nur noch das 1 gegen 1. Timo Werner! Und er schießt. Ey, das ist doch nicht wahr. Da kann er sich lösen. Rüdiger holt ihn sich wieder. Lieber zurück zum Goalie. Lang nach vorn. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Draxler. Süle. Alles klar, Einwurf. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Einfach nach vorne geschlagen. Werner! Timo Werner! Das ist doch nicht wahr. Viel zu weit am Tor vorbei. Sie schalten nicht nur unglaublich schnell um, sie versuchen auch den möglichst vielen Leuten nach vorn und vor den Ball zu kommen. Was ist denn da los, ey? Ich kapiere nicht. Ich verstehe es nicht. Werner ist das. Physisch enorm präsent. Werner geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Klare Sache, das muss gelb geben. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Balleroberung. Lang und weit nach vorne. Richtig gutes Stellungsspiel. Serge Gnabry. Die haben ja hier richtige Wachhunde aufgestellt. Er stiehlt sich ja gerne mal in den Rücken der Abwehr. Das wissen sie. Jetzt versuchen sie. What? Hier hätten sie das 3:0 wenn er den reingemacht hätte, dann hätte ich dieses Spiel abgestempelt. Spielverlagerung auf die linke Seite. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ginter spielt den Feuerwehrmann. Rüdiger. Der Ball geht zum Torhüter. Langer Abschlag vom Keeper. Weißt du, der hätte was werden können. Der hätte was werden können. Ich drehe noch mal durch, ey. Wie der sich hochschraubt. Da hat er verpasst, das ist nicht wahr. Jo, Alter, wohin ging der? Der geht ja, der Junge, der ging ja gerade eben nach halb Afghanistan, Alter. Werner? Oh ja. Werner spielt den Ball nach rechts. Der kommt in ganz gefährliche Region. Ganz misslungener Schuss. Ey, komm, Alter, das ist doch nicht wahr. Gündogan. Werner ist das. Da sollte der Pass hin.
Soloi. Da verheddert er sich. Ja. Der Schlusspfiff. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, das nächste Gruppenspiel, das letzte, ist abgeschlossen. Ihr seht es hier schon. In der K.O.-Runde geht es gut gegen Ukraine. Ich hoffe, dass es natürlich auch in die K.O.-Phase geht. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall geil. Wie gesagt, schreibt eure Feedbacks, Kommentare, whatever. Schreibt es einfach mal rein, was ihr so tippt, denkt, wie auch immer. Und genau. Wenn es euch gefallen hat und ihr von mir sehen wollt, lasst ein Like da. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.